Ich bin nach meinem Abitur in Jever, bin ich dann erstmal weit weg von zu Hause nach Marburg gezogen, habe da die Hotelfachschule Käthe Kollwitz besucht und habe da eine schulische Ausbildung allerdings gemacht, nämlich die Ausbildung nennt sich staatlich geprüfte Assistentin für Hotellerie, Gastronomie und Fremdenverkehrswirtschaft. Und ich hatte dann das Glück, weil diese Ausbildung sehr unbekannt ist und es fehlte natürlich auch die Berufspraxis, hatte ich trotzdem die Möglichkeit, als Kommitore im Schlosshotel Kronberg anzufangen. Ja, so ging das dann Step by Step weiter. Ich habe so die klassische Hierarchie durch als Kommitore, habe dann ins Steigenberger Bad Homburg gewechselt, als Demi-Chef Drain, habe dann weitergezogen, bin in Betriebsleitung gewesen kurz. Und dann habe ich die große Chance gehabt und durfte Restaurantleitung spielen in einem kleinen Landhotel. Super süß, tolle Veranstaltungen organisiert und verkauft, ein Team gebildet, eine tolle Kommunikation mit der Küche gehabt und dann hatte ich leider das Pech und ich hatte einen Arbeitsunfall, der mir leider die rechte Hand gekostet hat. Und seitdem kann ich leider nicht mehr 100% im Service arbeiten, sonst würde ich es heute wahrscheinlich noch tun. Und habe anschließend nach diesem Unfall, ich habe mich ein bisschen erholt danach, ja, hatte ich dann die Chance als Assistenz der Geschäftsführung zu arbeiten und hatte dann nicht nur den F&B-Bereich, sondern auch Rezeptionsbereich, Weinverkauf, als im Weinhotel war. Und dort hatte ich die Möglichkeit, das erste Mal ein wirkliches Team zu schulen. Anschließend habe ich mir so gedacht, okay, wenn du den eigentlichen Job nicht mehr machen kannst, nämlich das Dienen am Gast, dann möchte ich wenigstens den Menschen dienen, die das machen. Und das ist in dem Fall das Personal. Und deswegen habe ich mir so sehr gewünscht, irgendwann mal im HR zu arbeiten. Wenn ich das so sagen darf, das ganze Team, sowohl hier in der Zentrale als auch in ganz Deutschland, das ist eigentlich ein Spirit. Also hier sind Werte oder die gesamte Unternehmensphilosophie, das ist nicht einfach nur ein Poster, was an irgendeiner Wand hängt ganz gerne, sondern das wird wirklich gelebt. Also wir haben hier wirklich eine komplett flache Hierarchie. Wir sind vom Geschäftsführer bis zum Spüler, sind wir alle per Du. Und das Schöne ist wirklich, dass egal was ist, dass jeder auch beim Geschäftsführer zum Beispiel anrufen kann und seine Sorgen oder das, was vielleicht auch gerade mal nicht gut läuft, das gehört ja dazu, dass man das auch ansprechen darf und dann wird auch gehandelt. Das wird nicht einfach unter den Tisch gekehrt, sondern da wird wirklich was dafür getan. Okay. Ja, und das ist für so ein Riesenunternehmen natürlich sehr, sehr wichtig. Das Gastgewerbe ist eine Möglichkeit, sich so individuell zu spezialisieren, wie es in kaum einer Branche geht. Nur weil du ein Hotelfachmann wirst, heißt es ja nicht, dass du 20 oder 30 Jahre lang in einer Rezeption stehen wirst. Ja? Du kannst ja, wenn du das lernst, kannst du dich auf was spezialisieren. Du kannst anschließend Revenue Management machen oder in Richtung Buchhaltung gehen, Einkauf, Veranstaltung, Personal zum Beispiel, ja auch ein wirklich wichtiges Instrument in der Hotellerie. Dann gibt es ja noch die Spezialisierungen, die im Service basieren sind. Sommelier, Barkeeper, Barista gibt es ja jetzt seit neuestem auch total modern. Cocktailmeister, Käse, Feinschmecker, was es da alles gibt. Das hat man in kaum einer anderen Branche. Und ein weiteres guter Grund ist zum Beispiel auch Menschen, die gerne reisen, ja, die ins Ausland wollen und andere Kultur kennenlernen möchten. Dann ist das Gastgewerbe das Beste, was du halt machen kannst. Viele, die ins Ausland gegangen sind, die wissen das, dass wenn man ins Ausland geht und da wird gesagt, okay, ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht, die nehmen dich mit Kusshand, weil du das wirklich intensiv lernst, nicht nur die Praxis, auch die Theorie. Und mein dritter Grund ist zum einen, du kannst dich da wirklich ausleben. Es wird niemals langweilig, kein Tag ist wie der andere. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die sagen, oh, pff, ja, Job ist öde, ist immer wieder derselbe Ablauf, immer wieder das Gleiche. Und das hast du in der Hotellerie und Gastronomie absolut nicht. Also natürlich ist es herausfordernd, aber du wirst ja auch nicht nur körperlich, auch mental sehr, sehr stark. Und ich sag mal, bei einem normalen Bürojob, naja,
Aber herzlich willkommen in der Gastro, dann hast du es auf jeden Fall drauf und das innerhalb von kürzester Zeit. Nee. Als ich Assistent der Geschäftsführung war, da werden dir auf einmal Zahlen hingelegt, du hast keine Ahnung davon, dann musst du irgendwie klug klingen und jeder weiß, du bist nicht klug. Und da habe ich halt gemerkt, okay, du musst da halt irgendwie nochmal was tun, ne? Gerade was so das Betriebswirtschaftliche angeht. Und dann habe ich aber geschaut, okay, klar, im Alter von 26 Jahren nochmal so ein richtiges Studium wird schwierig, weil du bist ja auch nicht fertig damit. So, und dann habe ich gedacht, okay, gibt es eventuell eine Alternative, ein Fernstudium, was aber auch, ich will mal sagen, einen guten Ruf hat, was man wirklich vernünftig lernen kann und nicht so nebenbei. Und dann bin ich halt auf die DHA gekommen, habe mich aber im Vorfeld auch informiert, na, ist das was? Ja? Funktioniert das wirklich? Und Referenzen? Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, also wagst du es nochmal. Ist ein großer Schritt aus meiner Komfortzone raus. Das war mir aber auch wichtig, dass ich mich nochmal selbst überrasche und auch daran wachse und ich weiß, dass ich es auch schaffen kann. Also duales Studium ist ja nicht ganz ohne. Das ist nicht ganz ohne. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich aus der Theorie, aus den Webinaren und aus den Präsenzphasen mit ins Unternehmen zu bringen. Also ein großes Thema war bei mir jetzt natürlich HR und als ich hier eingearbeitet wurde in den Job, hatte ich auch die Studienbriefe durchgängig mit. Also da guckt man nicht bei Google, sondern ich gucke mal in die Studienbriefe. Und wenn man sich auf irgendwas vorbereitet, wie irgendwelche Meetings oder irgendwie irgendwelche Vorträge, die man halten soll bei der Geschäftsführung oder bei den Vorgesetzten, dann will man auch am Puls der Zeit sein. Und da hilft natürlich so ein Studium, gerade so wie die Webinare, wenn die guten Kollegen da was vortragen, das dann halt auch mitzunehmen. Und das prägt sich natürlich viel, viel besser ein. Ja. Ja, und dann fragt man natürlich auch in den anderen Abteilungen, gerade Thema Betriebswirtschaft, Lohnbuchhaltung oder Controlling und Finanzbuchhaltung, guckt man da nochmal zweimal über die Schulter, wie so die ganzen Tabellen da so aussehen. Und so langsam versteht man das dann auch mehr als damals. Also ich habe wirklich Phasen, wo ich weniger mache, vielleicht auch gar nichts, einfach um auch mal runterzukommen. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich wirklich viel, viel mehr mache oder mich sogar täglich damit beschäftige. Aber es funktioniert halt irgendwie bei mir. Und zum einen ist es natürlich auch, dass ich mir was beweisen möchte. Also wie gesagt, früher habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Und als ich meinen Eltern und meinen Freunden davon erzählt habe, ja, ich fange jetzt nochmal so ein Studium an, ja, du bist doch nicht ganz deppert. Ja, du hast doch einen Schaden, jetzt nochmal nebenbei irgendwie zu studieren. Und so langsam merken die aber auch, dass das tatsächlich auch was bringt. Ja, so Impulse aus Webinaren oder aus Studienbriefen hier mit reinzunehmen, ja, wo hast du denn das gehört? Das findest du nicht bei Google, das findest du bei mir im Webinar. Also, das ist dann schon Motivation. Ja. Und das ist dann aber auch für einen selbst, für den Kopf und auch fürs Mindset halt sehr, sehr wichtig, dass man diese Disziplin auch nach außen zeigt, wenn man erzählt, ich studiere noch nebenbei. Aha, ja, okay. Das ist aber, ne? Vor ein paar Wochen durfte ich hier ein etwas größeres Meeting abhalten und da gab es zwei Webinare aus dem Studium, die habe ich mir, glaube ich, 5-6 Mal angehört. Und daraus habe ich dann auch Resultate bzw. auch mit Strategien entwickelt, wie man das hier bei Mitchells & Butlers eventuell mit einbringen könnte. Mhm. Ich führe nebenbei noch einen Podcast für die Gastronomie und Hotellerie. Der nennt sich die Hoga-Stimme in Zusammenarbeit mit den Gastropiraten. Und da geht es um alles, was so Hotellerie und Gastronomie angeht. Und ja, das ist ein tolles Projekt, was ich nebenbei machen darf, um einen zusätzlichen Mehrwert für Gastronomen und Hoteliers da draußen zu geben. Und das macht riesigen Spaß. Es ist eine Win-Win-Win-Situation für jeden da draußen. Ein kostenloser Mehrwert für die Gastronomen. Natürlich die Gäste, die ich einlade, also ich für den Podcast, also ich mache einen Interview-Podcast, ne, das ist wichtig zu sagen. Die Menschen, die zu mir als Gast kommen, die kriegen natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Und wir, ich sag jetzt mal die Gastropiraten, wir
lerne ja auch neue Leute kennen dadurch. Ich habe keinen Job. Ja, also ich sage ganz klar, wer seinen Job liebt, der braucht niemals arbeiten gehen. Und das ist bei mir im Moment tatsächlich der Fall. Ich habe letztens habe ich gesagt, es ist zwar Montag, aber ich merke davon nichts. Ja, ich frage mich, wie die Leute da draußen, die sich ständig über Montage beschweren, wie macht ihr das? Ja, und ich sage ganz klar, okay, das ist nicht mein Job, das ist mein zweites Zuhause, das ist ein Wohnzimmer, wo ich gerne hinkomme, wo ich die Leute mag, dieses Team ist meine Familie. Und ich freue mich da jeden Tag aufs Neue drauf, dass ich hier sein darf. Also ich liebe mein zweites Zuhause, weil es meine Leidenschaft ist.